diesem Video stelle ich euch vor, wie der Sprint in der Leichtathletik funktioniert bzw. wie man richtig vom Startblock wegläuft. In der Leichtathletik gibt es verschiedene Distanzen, wo man vom Startblock wegläuft bzw. wo man einen Tiefstart anwendet. Es gibt die 100 Meter, die 200 Meter und die 400 Meter. In diesem Video schauen wir uns genau an, wie die Auf-die-Plätze-Position ausschaut, die Fertigposition und den Start an sich an. Zuerst muss man sich den Startblock richtig einstellen. Falls du das noch nicht weißt, schau dir das Video zuvor an, wo ich das genau erklärt habe. Beim Sprinten unterscheiden wir zwischen der Auf-die-Plätze-Position, Fertigposition, Startaktion und Startabschnitt. Bei der Auf-die-Plätze-Position nehmen wir die Startposition vorm Start ein. Dabei muss der Körper inklusive den Händen vor der Linie sein. Das Körpergewicht verteilt sich auf allen Unterstützungspunkten. Schulter- und Nackenbereich sind dabei entspannt und der Kopf ist nach unten geneigt. Die Fertigposition ist jene Position, in der ich als Sprinter bis zum Startschuss verharre. Dabei erfolgt eine Vorspannung in der kompletten Beinmuskulatur. Speziell geht man auf den Neigungswinkel des Knie- und Hüftwinkels ein. Noch dazu kommt es zu einer Erhöhung des Beckens, sowie drücken wir die Schultern über die Hände bzw. ein wenig vor den Händen. Der Blick ist dabei immer nach unten geneigt. Während des gesamten Sprints darf man seine eigene Laufbahn nicht übertreten und darf nur in seiner eigenen Bahn laufen. Nach ca. 25 Metern soll die Maximalgeschwindigkeit erreicht sein.